Ballern Namen mit Rücken zum Tor 7. In dieser Übung trainieren wir Ballannahmen mit Rücken zum Tor. Dazu benötigen wir ein Hütchendreieck mit ca. 5 Metern Seitenlänge und ein Anspielhütchen im Abstand von 7 Metern dazu. Verteilen Sie 2 bis 3 Spieler an das Anspielhütchen, einen Spieler an das rechte Hütchen und einen Spieler in das Zentrum des Hütchendreiecks. Der Spieler blickt sich nun kurz um und fordert lautstark das Anspiel. Nun führt er die Ballannahme mit der rechten Innenseite durch und macht direkt im Anschluss eine Sisanrolle. Dann schießt er den Ball per Flatterball auf das Tor. Gleich danach fordert er ein zweites Anspiel und bringt den Ball per eingesprungene Schussfinte in die optimale Schussposition. Entscheidend ist, dass die Spieler versuchen, das Tempo bei der Ballannahme aufrechtzuerhalten. Dabei müssen sie sich seitlich stellen und den Ball von sich in Laufrichtung wegdrücken. Auf diese Weise bleibt der Ball relativ schnell und das Tempo bleibt erhalten. Variante. Nun soll der Spieler den Ball mit der Innenseite bremsen. Dabei soll der Ball kerzengerade weiterrollen und nur etwas an Tempo verlieren. Anschließend führt er einen Matthews durch. Danach erhält er ein Anspiel von links. Nun bringt er den Ball per Sohlenwende in Position und schießt aufs Tor.